sehr herzliches Hallo Leute zu diesem Video. Ein Jahr ist vorüber. Dieses Wort mit A soll ich nicht mehr verwenden. Einige von euch haben mich angeschrieben, ich solle doch bitte darauf verzichten. Also werde ich dem gerne jetzt Rechnung tragen und das ab sofort nicht mehr verwenden, weil mit einem Jargon aus gewissen Zeiten möchte ich nichts zu tun haben, obwohl dieses Wort natürlich zu dem vergangenen Jahr 2020, ja, noch nicht ganz vergangen, aber fast so richtig gepasst hätte, weil dieses Jahr war wirklich A. Zuallererst mal meinen ganz besonders herzlichen Dank an euch, an diejenigen, die Motivationssignale geben, mir praktisch Schenkungen vermachen, also Geldschenkungen. Ohne diese Motivationssignale, Leute, ich sage es, wie es ist, gäbe es das hier so wahrscheinlich nicht mehr. Es würde wahrscheinlich kein Licht mehr leuchten und die Heizung wäre vermutlich auch kalt. Also dieses Jahr war ein einziges Desaster. Ihr könnt es euch denken, es ist ein Wunder, dass es mich überhaupt noch gibt, beziehungsweise dass ich hier sitze. Ja, aber ich möchte natürlich hier nicht jammern. Deswegen nicht dieses Video, sondern ich möchte mich bei euch wirklich von ganzem Herzen bedanken. Ihr seid super Leute. Das Prinzip des Motivationssignals hat genau gegriffen. Wenn viele was tun, dann lässt sich damit auch was bewegen und letztlich macht Kleinvieh eben auch Mist. Manche haben sogar Großvieh überwiesen. Da muss ich natürlich ganz besonders herzlich danken. Das ist immer so ein warmer Segen, wenn sonst überhaupt nichts mehr geht, außer den Patinierungsaufträgen, Leute. Und das ist trotzdem nicht dasselbe wie Seminarbetrieb oder Arbeit für die Zeitschrift. Ich habe ja dieses Jahr nur 2 Artikel in der Zeitschrift gemacht. Das habt ihr vielleicht gemerkt. Das Jahr vorher war gar nichts. Da habe ich ja nur von Seminaren hier gelebt. Aber guck, es geht nicht um mich, es geht um uns alle hier gemeinsam. Selbst in diesem Jahr lässt sich vielleicht noch was Gutes finden. Man hat wieder ganz neue Ansichten gewonnen von allem Möglichen. Man hat die Langsamkeit wieder neu leben und entdecken gelernt. Der Seminarbetrieb von einem Workshop zum anderen und dann plötzlich Cut und Ruhe war. Draußen Totenstille. Ich habe ja damals dieses Video gemacht. Ja, ihr könnt es angucken. Ich werde mich jetzt nicht dazu äußern, weiter zu diesem Thema. Ich kann es nicht mehr hören, mal ganz ehrlich gesagt. Ja, genießen wir doch lieber das, was wir hier jetzt haben, nämlich eine schöne Stimmung. Ich habe hier eine Merkliste, was ich alles im Prinzip auf Halde liegen habe für dieses Video, damit ich auch nichts vergesse. Ja, ganz wichtig natürlich zuallererst, ich bin halb krank. Ihr hört es vielleicht, naja, ich habe jetzt gerade ein scharfes Bonbon gelutscht und es geht halbwegs mit der Stimme wieder. Das geht tatsächlich so jetzt, seit ich dieses Stellwerk gefilmt habe. Da war es doch ziemlich kalt im Nebel. Was willst du tun? Machen wir, wie gesagt, das Beste daraus. Also das Stellwerk Kirchheim in Unterfranken, das hat mich so richtig geflasht. Das Modell ist jetzt auch schon weit gediehen. Ich habe ja kurzfristig jetzt sogar noch ein Modul gebaut, um es dann vielleicht irgendwann in Blaufelden in die Anlage integrieren zu können. Ist zwar nur ein ganz schmales Modul, aber es muss eben speziell für dieses Stellwerk angepasst sein. Ja, aber das Gebäude ist mega. Ich habe mich mal wieder komplett, ja, selbst übertroffen will ich nicht sagen, das klingt so angeberisch und das mag ich nicht, aber ich habe mal wieder gesponnen. Ja, ich bin zufrieden und ich denke mal, der Baubericht wird dann im Januar kommen. Und auf die andere Idee habt ihr mich gebracht. Wie viele Leute wollten doch von mir Pläne und Maße der Blockstelle Oberpreuschwitz? Ich habe keine, das Ding ist einfach so zusammengeschustert aus meiner Fantasie. Der letzte, der das Blockstellenstellwerk Oberpreuschwitz nachgebaut hat, ist Steffen. Hier siehst du sein Ergebnis. Aber das haben so viele in den letzten Jahren schon gemacht. Ich habe nicht mehr mitgezählt. Die Blockstelle gibt es inzwischen wirklich in allen Maßstäben und auch aus Lego.
an diesem Krach im Hintergrund dürfen wir uns jetzt einfach nicht stören. Irgendein Nachbar hat angefangen, irgendwas zu machen. Und das ist jetzt noch die Heizung. Es ist einfach immer irgendwie Lärm. Das kriegst du nicht hin. Das ist hier kein schalldichter Raum, kein Studio in dem Sinne. Es ist so, wenn ich im Atelier was arbeite und versuche, einen Text einzusprechen, dann fängt garantiert hinten irgendjemand an, was abzusägen oder zu flexen, wie jetzt eben auch. Oder es läuft irgendein Presslufthammer oder eine Hilti. So ist es eben hier. Ja, wir haben hier sehr kreative und aktive Leute, die ständig irgendwas bauen und werkeln. Ist ja auch wieder was Gutes. Aber wenn man ein Video aufnimmt, ist es nicht so toll. Ihr selbst, Leute, habt mich auf die Idee gebracht. Es wird für das Stellwerk Kirchheim eine Vorlage geben in verschiedenen Maßstäben 0, H0, TT und N, wo jeder dieses Teil dann nachbauen kann. Im Moment ist sie noch nicht ganz fertig, deswegen sage ich jetzt noch nicht so viel dazu. Aber das kommt dann in Verbindung mit dem Modellbastelbericht. Das ist klar. Jo, Leute. Das ist jetzt die Heizung. Hörst du? Die klopft jetzt auch noch. Die hat hier irgendwo... Und jetzt kommt wieder die Flex. Wunderschön. Weihnachtsstimmung kommt auf. Einfach traumhaft. Nein, ich meine, hier in diesem wunderschönen Ambiente kannst du ja nicht meckern, weißt du? Ich will auch nicht meckern. Aber es ist schon nervtötend. Kaum läuft die Kamera, überall Störgeräusche, aber von allen Ecken und Enden kommen die. Es ist einfach schön hier. Beginnen wir mit dem üblichen Jahresrückblick. Ich habe mir hier, wie gesagt, Notizen gemacht, um auch garantiert nichts zu vergessen. Ja, das Jahr war natürlich geprägt von Patinierungsaufträgen. In Massen, kannst du sagen. Es war wirklich ganz extrem. Ihr habt davon das wenigste gesehen. Ein Teil habe ich auf Instagram noch mehr gepostet. Andere Sachen habe ich überhaupt nicht gepostet. Im Moment ist es eben so, dass mit diesen Kleinaufträgen die Woche dermaßen schnell rum ist. Das glaubst du gar nicht, wie schnell das geht. Im Frühjahr ging es los mit einigen Like-Einheiten. Das war auch so eine Stapelbearbeitung. Ja, das sage ich immer wieder. Es kommt eben bei den Techniken, die ich anwende, darauf an, dass sie in vertretbarer Zeit gute Ergebnisse liefern. Das muss ja bezahlbar bleiben und trotzdem gut aussehen. Ich selbst bin ja High-End-Modellbahner, aber ich habe auf diesem YouTube-Kanal von Anfang an das Konzept verfolgt, stinkeinfache Techniken, die jeder Jugendliche im Prinzip nachmachen kann und schnell zu einem Erfolgserlebnis kommt, zu publizieren. Also diese Like-Einheiten, das waren so die typischen Brettergüterwagen. Natürlich kannst du bei so einem Großauftrag jetzt nicht Brett für Brett einzeln betonen. Das geht einfach nicht. Das würde jeden zeitlichen und bezahlbaren Rahmen sprengen. Ja, so toll die Sachen aussehen, die ein anderer Kanal macht. Er zeigt sehr gute Sachen, das sage ich immer wieder. Aber es ist eben nicht zu gebrauchen, wenn du es jetzt irgendwie eilig hast, fertig zu werden oder du in irgendeiner anderen Weise ungeduldig bist. Ich selbst habe jetzt dieses Jahr außerplanmäßig 2 professionelle Patinierungen, die aber auch für Kunden waren, wohlgemerkt, also die 290 und die V60 eben, mal abgefilmt. Aber das ist ein Weg, den möchte ich hier auf diesem Kanal in dieser Form nicht weitergehen. Ich möchte in eine andere Richtung, also sprich weiterhin kreativ, weiterhin auch Tutorials, aber eben nicht nur Fahrzeugalterungen. Und vor allem, ich möchte dem Kollegen da nicht in die Suppe pinkeln. Er hat sich ja jetzt auf dieses Thema spezialisiert und ich denke mal, da muss es nicht einen zweiten Kanal geben, der den Fokus auf dieses Thema richtet, aber es wird ab und zu, nur keine Sorge, schon noch Einblicke geben. Es gibt aber weiterhin, sofern diese schreckliche Zeit irgendwann vorbei ist, wieder Workshops. Momentan gibt's nur Einzelunterricht und den gab's auch dieses Jahr einige Male. Und dafür danke ich allen, die hier waren dieses Jahr. Außerplanmäßig, wie gesagt. Das steht zwar schon immer auf der Homepage als Angebot, aber wahrgenommen hat's noch keiner. Dafür war jetzt dieses Jahr gut. Im Frühjahr habe ich ja gleich einen ganzen Stapel Spur N-Loks gealtert. Es waren mehrere 44 von Fleischmann. Es waren, ich glaube, 2 oder 3 82
von Pico und es war eine einzelne Tiger-Trommel, die ich bisher noch gar nie groß gezeigt habe, denke ich nur so am Rande. Und hier siehst du die mal. Auch bei dieser Tiger-Trommel habe ich teilweise Ölfarben eingesetzt, also Künstlerölfarben meine ich damit. Außer der abgefilmten V60 706 gab es noch eine zweite, nämlich die 260 417. Ja, die gefällt mir persönlich sehr, sehr gut auch, muss ich sagen. Da ist jetzt mehr Airbrush dabei und eben auch Pigmenttechnik. Das ist im Prinzip die gleiche Technik wie bei der 290, nur eben bei einer V60 in Rot. Und es ist im Prinzip immer dieselbe Chose und deswegen denke ich, muss man das auch nicht immer und immer wieder zeigen. Mit diesen beiden Videos ist die genug publiziert worden und das ist eben ein Niveau, das sich im Workshop vielleicht innerhalb eines ganzen Tages erreichen lässt und nicht jetzt mal auf die Schnelle. Ganz besondere Krönungen dieses Jahr für mich in High-End-Patinierung sind die Maschinen V300-001 vom Andreas und die Ludmilla vom Sven gewesen. Also die sind so richtig in die Feinheiten gegangen und tatsächlich dennoch bezahlbar gewesen. Und darauf kommt es ja bekanntlich an. Ich habe jetzt eben mal ein paar Bilder eingeblendet, dass die Maschinen in Unterpreuschwitz zeigt. Ja, es ist einfach nur herrlich, die anzusehen. Vor allem eben auch die Fahrwerksdetaillierung dieser Ludmilla von Pico ist ein Traum. Ich habe selten so wundervoll gravierte Drehgestellblenden gesehen. Die V300 von Lima ist ein uraltes Modell, aber selbst die konnte man mit Farbe noch zu einem Schmuckstück verzaubern. Gefahren ist sie nicht mehr, da war irgendwas am Getriebe defekt. Die Lok hat blockiert und die andere wollte analog nicht fahren, zumindest nicht ordentlich. Ich habe es dann auch nicht abgefilmt, das wäre kein schöner Anblick geworden. Den habe ich euch dann erspart und ein Digitalfahrgerät kommt mir nicht ins Haus. Da bleibe ich dabei. Lediglich am Testgleis habe ich eine alte Märklin-Digitalstation aus den 80ern. Ja, die tut's, wenn man mal eine digitale Lok repariert. Fragt mich nicht, was meine Krankheit ist. So war ich schon als Jugendlicher. Ich habe mich nicht vom Spielwarengeschäft überzeugen lassen, dieses System anzuschaffen. Ich wollte es nicht schon damals. Und der Linie bin ich bis heute treu geblieben. So pervers bin ich, sagen wir eben dieses Wort, wenn wir das mit A nicht mehr sagen dürfen. Aber ich glaube, das ist auch nicht viel besser. Ja, was darf man überhaupt noch sagen inzwischen? Ja, es ist besser, man hält das Maul. Ja, man darf ja eigentlich alles sagen, aber wenn man das Falsche sagt, kriegt man gleich wieder auf die Fresse und das möchte ich nicht, weißt du? Dann bin ich doch lieber still hier auf YouTube. Die haben ja die Statuten um einiges verschärft, das sehe ich ja immer wieder. Und was die treiben, ist sowieso nicht ganz in Ordnung. Manche Kanäle werden plötzlich gepusht, andere wie dieser plötzlich ausgebremst, das ist nicht mehr logisch nachvollziehbar und deswegen mache ich mir da auch keinen Kopf mehr drüber. Nebenbei habe ich noch einige Prellböcke umgearbeitet für den YouTube-Kanal OCPFE, also OCPFE, und ich hoffe, dass die auf seiner Anlage eine gute Figur abgeben. Ein paar Bilder auf Insta habe ich schon gesehen. In diesem Fall Grüße gehen raus. Der liebe Klaus hat mir seine geliebte 50 Cup von Fleischmann in N zum Patinieren geschickt. Mitten im Sommer habe ich das dann gemacht und sie im Winter in Szene gesetzt. Also das war auch ein bisschen aber egal. Aber eine Sache gilt es jetzt auch mal wieder umso mehr zu betonen. Dieser Kanal hier heißt nicht umsonst Kunstmichi und nicht Bahnmichi. Das sage ich immer wieder, weil nur mit Eisenbahn, da würde ich verrückt werden. Deswegen brauche ich ab und zu einen Ausgleich. Andere Impulse, die vielleicht sogar im Modellbau irgendwann
einfließen könnten. Ich will es jetzt nicht sagen, aber auf jeden Fall gefällt mir immer das Mittelalterliche oder hier das noch ältere, nämlich aus der keltischen Zeit gibt es hier bei Kreglingen diese Pfostenschlitzmauer. Das hatte ich vorher auch noch nicht gehört. Ist ein Teil einer keltischen Wallanlage und das hat man hier restauriert, wie man sieht. Und im Herbst bin ich mal dort gewesen. Es war wirklich eine Stimmung wie bei Herr der Ringe im ersten Teil, als sie dann in Bruchtal einziehen und durch diese Landschaft da sich bewegen, als das Herbstlaub fällt. Und dazu eben diese Wahnsinnsatmosphäre mit diesem, naja, wenn auch rekonstruierten alten Gemäuer oder Bauwerk. Es war einfach nur mega und hier siehst du auch diese Walllandschaft aus der alten Zeit und die ist tatsächlich echt. Also das ist nicht fake, sondern tatsächlich echt. Etwas später im Herbst gab es dann im Bahnhof Magelsheim neue Gleise. Oh ja, tatsächlich, man hat beide Gleise erneuert, wunderbar mit Betonschwellen. Hier siehst du, wie der Bauzug über das neue Gleis rollt mit den Schotterwagen. Ja, man kann sogar auf nicht eingeschotterten Gleisen ganz langsam fahren, wie du siehst. Das ist also nicht unvorbildlich, wenn ihr eure Gleise im Hotel nicht einschottert. Nein, Spaß beiseite. Eingeschottert sieht's freilich besser aus und inzwischen ist das auch der Fall. Der Bahnhof macht einen Eindruck wie neu, aber seitdem habe ich dort nichts mehr fotografiert oder gefilmt. Egal, Hauptsache diese Arbeiten sind mal dokumentiert worden. Jetzt in der Vorweihnachtszeit dominieren die Herbstnebel. Ich habe jetzt hier die Karte mal von außen fotografiert. Das hat schon so eine ganz eigene Stimmung. Auch hier jetzt im Bereich des Dorfangers die Bebauung rundherum und eben hoch den Blick zum Glockenturm. Es sieht einfach wunderschön aus mit diesem Nebel. Das hat so was Verwunschenes, Geheimnisvolles, also so ähnlich wie mit dieser Pfostenschlitzmauer eben auch. Tatsächlich gab es auch schon einen Wintereinbruch dieses Jahr. Oh ja, so kurzzeitig. Siehste, hier habe ich extra ein bisschen gefilmt, hier im Raum. Das war schon zur Adventszeit, ganz zu Anfang der Adventszeit. Ja, wenn es doch zu Weihnachten wieder käme, im Moment hatten wir eben nur diesen Nebel. Aber guck, es ist einfach nur das, wo die Stimmung ausmacht. Und vielleicht kriegen wir das als extra Weihnachtsgeschenk, wenn man uns schon dieses Jahr viele anderen Freuden leider nimmt. Aber wie gesagt, zu dem Thema möchte ich mich nicht mehr äußern hier. Wer mich so ein bisschen auf Insta verfolgt, der hat ja gesehen, ich hatte im September einen Unfall mit dem Board. Also es war ein übler Unfall. Es hat mich wirklich ganz böse gemault, wie man so schön sagt. Ja, und das Brett ist rumgefahren, hat mir das Schienbein aufgerissen mit der Kante. Da war der ganze Straßendreck und Schmodder und Staub dran irgendwie. Da war irgend so eine kleine Nussschale oder irgend sowas war auf dem Weg gelegen. Ich hab's nicht gesehen. Der Weg hat top ausgesehen bei Gaukönigshofen. Und ich bin wirklich circa 1,5 Meter durch die Luft geflogen. Hab die Lenkstange rumgerissen, das Teil ist auch, das hat sich praktisch gedreht, hat mir dann das Bein regelrecht vorne aufgesägt, so ein bisschen so ein Ratsch, weißt du? Also nicht dramatisch, dachte ich. Ja, und einen Monat später sah das Bein dann so aus. Es war wie gesagt nur eine Schürfwunde gewesen, die am Arm und sonst überall, die waren wieder geheilt. Und es hat bis heute keine Ruhe gegeben. Inzwischen schaut es so aus und ja, ein bisschen anders vielleicht wieder. Ich kriege jetzt Antibiotika. Das Bild ist auch nicht mehr das Allerneueste, aber die Schwellung ist immer noch da und immer noch diese Wunden, die sind immer noch zu sehen. Und naja, es ist merkwürdig. Und diese Infektion, die da drin zu sein scheint, die hat sich irgendwie ausgebreitet. Ich merke jetzt so ein Stechen in den Nieren. Seitdem habe ich jetzt auch noch ein Problem damit. Deswegen eben dieser Nierenblasentee. Und in der Hoffnung mit den Antibiotika in Verbindung werde ich wieder bis zum Frühjahr, hoffe ich doch. Unkraut vergeht nicht. Ist egal. So ist es eben. Ja, Leute, wenn ich euch nicht hätte, ich sag's immer wieder, ihr seid die Besten im Moment.
ohne YouTube, wenn du denkst, wenn der Kanal auch keine Zuwächse mehr großartig generiert, weil ihn YouTube eben kaum noch anwirbt, ja, das ist eben so, und auch die Videos kaum noch alle wirklich zu sehen kriegen, die den Kanal abonniert haben. Viele haben auch gesagt, sie hatten nicht mal eine Nachricht bekommen mehr, wenn ich ein Video hochgeladen habe. Also unglaublich eigentlich, das siehst du ja an den Klickzahlen. Ja, wenn das auch so ist, ich muss ehrlich sagen, ich bin froh, dass ich euch und diesen Kanal eben habe. Weil, ich wüsste nicht, wie dieses Jahr rumgegangen wäre ohne YouTube und ohne Motivationssignale. Ich kann es mir nicht vorstellen, weil das war das, wo mich getragen hat dieses Jahr. Und in der Hoffnung, wir können die Krise gemeinsam bewältigen, ja, mache ich auch weiter und glaube nach wie vor daran, dass es mit den Seminaren oder Workshops irgendwann weitergehen kann. Ja, ansonsten eben Einzelunterricht oder eben wenn ein Pärchen kommt, kann man das natürlich auch zu zweit unterrichten, das ist klar. Und wenn ihr drei Leute seid in der Familie, dann haben wir schon einen privaten Workshop zusammen. Also jetzt natürlich nicht während des Shutdowns, aber wenn es dann wieder Lockerungen gibt, wie es eben vorher war, wäre das auch möglich. Ja, also mit Fremden aus verschiedenen Familien, das ist erstmal vom Tisch, und ich hoffe aber trotzdem und denke auch und glaube daran zuversichtlich, dass das auch wieder kommen wird, dass man das von Neuem darf. Ja. Diese Lok hier, die 1K, die sächsische, die ist ein Weihnachtsgeschenk gewesen letztes Jahr, die kam allerdings erst nach Weihnachten an. Also herzlichen Dank nochmals dafür. Das ist eine Räucherlok. Ich habe es jetzt nicht angefeuert, weil sonst hast du hier Nebel vor der Linse. Das muss nicht sein. Aber das ist wunderbar. Bei der hängst du das Räucherhütchen hier rein mit der Spitze nach unten. Und jetzt kommen wir zum eigentlichen Wahnsinn. Ihr seid echt Hammer. Ihr seid sowas von Hammer, Leute. Ich war baff, nachdem ich dieses Jahr ja nur noch ein Video pro Monat rausgehauen habe. Das war vernünftig aus besagten Gründen eben, weil die Zeit vorne und hinten fehlte mit den ganzen Kleinaufträgen und mir einfach auch ein bisschen der Stoff ausging für so viele Videos. Es ist ja nichts gewesen außer Arbeiten und Social Distance. Jedenfalls hierfür an den Daniel, ich sage jetzt einfach mal Daniel, nochmals mein allerherzlichstes Dankeschön. Und ich bin ganz schön baff gewesen. Jetzt hat er dieses Jahr hier wieder was geschickt. Das habe ich gestern erst gefunden. Das lag im Ablagerungsfach hier. Und niemand hat geklingelt, obwohl ich da war. Deswegen habe ich auch nicht nachgesehen, weißt du? Und naja, jetzt bin ich mal gespannt. Also, der liebe Daniel, ich sag einfach nur Vornamen, mehr sage ich nicht. Es ist okay, denke ich mal. Damit leake ich noch niemanden. Jetzt muss ich mal gucken, wo man hier aufmacht. Ja, kommen wir raus. Es hängt irgendwo noch. Da hängt's. Jetzt kommt's. Ha. Jetzt bin ich mal gespannt. Oh Mann, ist der lieb. Wieder aus dem Erzgebirge. Lieber Michi, anbei etwas Nachschub für die 1K. Ah ja, Feuerung vermutlich. Das ist schön. Nicht, dass sie über die Feiertage kalt bleibt. Nö, garantiert nicht. Aber herzlichen Dank, lieber Daniel. Super. Ja, ich habe schon ein bisschen Kohleknappheit gerade im doppelten Sinne, also auch für Sie hier. Besinnliche Weihnachten wünschen dir Maria und Daniel. Auf ein besseres 2021. Oh ja, oh ja. Bleib gesund, ja. Das kann ich nur entsprechend erwidern. Auch wenn diese Floskel inzwischen allgemein abgedroschen ist. Aber es ist ja ein guter Wunsch und deswegen erwidert man sie doch immer wieder gerne. Ja, guck, dann hoffen wir, dass hier der Betrieb nur mal eingefroren ist und dass hinterher alles wieder auftaut und dass sich das nicht als Leichenstarre erweist und alles tot ist und nicht mehr Leben zurückkommt in die Bude hier. Das wäre übel. Aber wie gesagt, denken wir positiv. Alter, ach, und er hat auch noch, ach, guck mal, originale Nürnberger
Elisen-Lebkuchen. Herrlich. Sehr schön. Ja, ich werde immer fetter. Das ist ja auch die Statistik, dass wir alle immer dicker wurden während Corona hier. Jetzt habe ich das Wort doch gesagt. Wollte ich nicht. Und dann hier. Das ist auch richtig in der alten Zeit hier. Das Papier, das liebe ich. So war es im Osten früher. Da war alles in so grauem Karton und mit so Papier, das kann ich mir noch denken, und Seidenpapier. Ja, echt Bucker, Räucherkerzle, Racherkerzle, sagen wir im Erzgebirge. So ist es im Erzgebirge, nicht wahr? Da ist noch mal was, guck mal hier. Alter, das ist Wahnsinn. Und das hier, was ist das jetzt noch? Meine Güte. Wunderschön, der Karton auch. Jetzt bin ich mal gespannt, was er da noch. Ach jetzt, Alter, ach ist der lieb. Das, super, da kann ich schon wieder einkaufen gehen. Wie gesagt, das ist echt toll. Ihr seid super, Leute. Es tut dem Einzelnen wahrscheinlich nicht weh, wenn du jetzt irgendwie einen festen Job hast, weißt du? Aber wir Freiberufler, uns hilft das. Was ist denn das jetzt? Ey! Ach, das ist ein kleiner Schwibbogen. Ne? So wie meine... Ja, das ist ja eigentlich so eine Pyramide, was ich da habe. Und das hier ist so ein richtiger Schwibbogen. Ja, wunderbar. Ach, da sind auch noch zwei Originale. Ich habe, glaube ich, sogar oben noch die alten Christbaumkerzen. Im alten Haus habe ich ja immer echte Christbaumkerzen gehabt. Aber das habe ich hier eben wegen des vielen Holzes nicht mehr. Und ich lasse Kerzen auch nur noch unter Aufsicht brennen. Ach guck, ist das süß. Sternsinger. Ja, die sind ja auch, ich habe neulich über Seifen, habe ich mal einen Beitrag angeguckt. Und da dachte ich, Gott, ist das schön. Und da habe ich mir auch so vorgestellt, wie es den ganzen Betrieben da jetzt wohl geht. Gut. Wenn man es irgendwie übers Internet bestellt, kriegen sie es schon noch los. Aber ich meine, da sind ja auch Hotelbetriebe und die haben ja einen richtigen Weihnachtstourismus da. Das heißt, da geht im Prinzip der Jahresumsatz über die Weihnachtszeit. Und das trifft die ganz hart. Naja, ist das schön. Wieder was Neues hier. Es wird immer mehr, ich krieg es kaum noch unter im Sommer. Gut, die bleibt ja immer da, die steht dann im Sommer da oben als Blickfang auf dem Schrank, also auf dem Regal. Ich packe diese Kiste mal hier hin. So. So, 5 Stunden später habe ich das Papier reingewurstelt und es geht weiter. Hier, das kam schon vor 1 oder 2 Wochen, ich weiß jetzt gar nicht mehr genau. Das muss ich jetzt nicht mehr aufschneiden. Ich dachte, das sei eine Auftragspatinierung. Ich wusste nicht, was es ist, weißt du. Ich habe es nicht mit Weihnachten in Verbindung gebracht, weil es einfach nur weiß ist. Und dann dachte ich, naja, eine Arbeit, die eben kommt jetzt. Und ja, und dann mache ich das auf. Und ich sehe sowas hier, guck mal. Und dann habe ich es aber auch, ich habe kurz reingespickt, ja, gebe ich zu. Und ich war baff, ich war baff, ich war baff. Und dann habe ich es aber auch gleich wieder zugemacht und nicht ausgepackt. Das machen wir jetzt gemeinsam. Ich stelle es einfach mal hier hin und werde den Klappdeckel mal so richten. So, das packen wir mal da dazwischen. Guck mal. Jetzt lese ich erstmal diese Karte vor. Der Mensch heißt Gerd. Also sage ich jetzt einfach mal. Jo. Hallo Michael. Habe dir ein kleines Weihnachtspaket gepackt. Ich hoffe, du kannst was damit anfangen. Die Werkzeuge kann man ja immer gebrauchen. Ja, Werkzeuge, gucken wir mal. Und jetzt kommt's. Ich kann das gar nicht fassen. Die Lok E19 von Märklin ist von 1997 und war kaum im Einsatz und steht wie neu da. Ich habe keine Oberleitung. Ich auch nicht. Aber ich bin... Also, als ich das gelesen habe,
Ich war baff. Dann habe ich hier kurz geguckt und schau, es ist eine E19 mit Decoder sogar. Das heißt, die können wir in Blaufelden fahren lassen, wenn wir unsere Ausstellung wieder machen dürfen. Dann haben wir eine E19 in Zukunft auch noch zum Fahren lassen. Und es gibt da auch so blaue Wagen, die passen genau dazu. Ich denke mal, das ist die blaue Version, soweit ich Bescheid weiß. Von 97 müsste sie blau sein. Gut. Ist digital, fährt aber auch analog. Sehr schön, dann kann ich sie in Unterbräuschitz auch Probe fahren. Die alten digitalen Loks sind ja besser gelaufen analog noch als diese heutigen. Die fahren ja analog nur noch grässlich eigentlich. Ich wünsche dir eine gesegnete Weihnacht. Freue mich auf tolle Videos von dir. Ja, ich hoffe, diesem Wunsch kann ich entsprechen oder dieser Bitte. Also ich denke schon. Und es geht weiter, aber es geht ein bisschen im Moment auf Sparflamme, weil wie gesagt, solange keine Seminare laufen, habe ich nicht diesen zeitlich freien Rücken so sehr für die Videoproduktion. Und irgendwann muss eben auch mal Feierabend sein mit der ewigen Konzentration und man will abends auch mal entspannen oder zumindest nachts. Also oftmals wird es Nacht, bis ich dann aus dem Atelier rauskomme. Also mein Tag-Nacht-Rhythmus ist völlig kaputt im Moment. So kaputt, das kannst du dir gar nicht vorstellen. Vor allem jetzt eben, seit nachts die Ausgangssperre herrscht, das erfüllt mich irgendwie mit so einem beklemmenden Gefühl. Dann kann ich nicht mehr schlafen, das ist ganz komisch. Ich kann es nicht sagen, warum, aber es ist einfach so. Das Gefühl, nicht frei zu sein, das ist es, glaube ich, das mich beunruhigt. Und erst morgens um 5, wenn es dann eigentlich vorbei ist mit der Ausgangssperre, dann kann ich schlafen. Das ist so krank. Aber ist egal. Na, der nächste Satz, da stimme ich zu. Hoffentlich ist der Corona-Scheiß bald vorbei. Jetzt habe ich das Wort schon wieder gesagt. Auf YouTube bin ich Mr. Gartenbahner. Ach, da muss ich mal gucken. Oder ihr könnt auch gucken, Mr. Gartenbahner. Habe auch eine Märklin-Anlage, ca. 7 Meter mit Car, Feldbahn, Schmalspur, Zahnradbahn. Oh mein Gott, so viel, 7 Meter. Ha, zurzeit baue ich Magnorail ein. Das muss ich mir geben. Bleib gesund. Aha, auch mal wieder, du auch natürlich von Herzen. Und behalte deinen Humor. Ja, ihr seht, ich versuche ihn zu behalten, wenn es auch schwierig ist. Im Moment, es ist wirklich schwierig. Liebe Grüße aus dem Ländle. Aha, das ist er auch noch. Gerd. Wunderschön. Den Rest sage ich nicht. Da hat er noch seine Adresse stehen. Jetzt gucken wir mal hier rein. Also, das tun wir mal hier wieder zum Daniel. Und dann haben wir das geordnet. Mon chéri. Ja, siehste, da wirst du wahrscheinlich wieder mal ansetzen über Weihnachten. Noch die Schwarte wird immer dicker. Siehste, ich pack's mal hier hin. Da haben wir nämlich Platz. Da kriegst du es hin. Keine Schleichwerbung. Nur, dass es aus dem Weg ist. Nur, dass es weg ist. Und hier, das ist das Werkzeug hier. Das ist so ein kleiner Seitenschneider. Sehr schön. Wunderbar. Ja, das kannst du brauchen. Herzlichen Dank. Super. Ha, immer noch Seitenschneider. Ist gut. Habe ich auch nur gelumpe. Das ist auch mal ganz gut. Die sind sehr gut, weil meine sind alle abgenutzt im Moment. Aber die gehen schon noch. Nur neuer. Tut gut. Ja, die blaue. Ich glaub's nicht. Geil. Einfach geil. Ja, mal aufmachen. Ja, mehr mache ich jetzt auch nicht. Guck mal, E1912, was ist das hier? Ach, da ist ein Holz drin. Mal so rum, ach, da haben sie hier ein Holz eingelegt, extra nochmal. Oder hat er das gemacht, sicherheitshalber? Das ist gut. Ja, weil das ist ein riesenschwerer Brocken. Also eine wunderschöne Lok, die blaue E19. Ich habe ja eine E18, die ich auch mal altern wollte, weil die habe ich ja als Kind noch erlebt in Würzburg. So. Und das ist die schnellere Version nochmals hier. Die hat ja einen Dachcontainer, einen großen. Man sieht es ein bisschen silhouettenmäßig. So, siehst du das, denke ich mal.
den Dachcontainer. Das ist der große Unterschied und natürlich die höhere Geschwindigkeit. Also herzlichen Dank. Ich weiß nicht, was ich sagen soll. Ich bin baff. Ich bin einfach nur baff. Das packen wir mal hier mit rein. Ich glaube, da ist es besser aufgehoben. Unten drunter. Dann wird es platt gedrückt und ist gut aufgehoben. Passt rein. Siehste. Ich sage immer wieder herzlichen Dank und dann hier noch mit Weihnachtsbaum 24. Ja, ich habe es jetzt schon vor Weihnachten ausgepackt. Ja, das hat schon eine 37er Nummer. Also das ist schon was Neueres. Also ich hoffe, das fährt noch so gut. Aber in Blaufelden auf jeden Fall. Mal, das stellen wir mal hier hin. Ist ja unglaublich, oder? Das ist unglaublich. Das ist echt der Hammer. Und dann hat er hier noch ausgestopft mit Schoko-Nikoläusen. Herrlich. Ha, wieder die Abteilung kommen die. Es ist toll. Es ist toll. Ja, nichts. Da ist noch was. Warte mal. Ach, guck mal. Ha, eine Drahtbürste, die hätte ich fast übersehen. Und noch eine Pinzette. Eine richtig geile Spitzpinzette. Auch die ist super, weil ich habe immer nur eine und die trage ich ständig Trepp auf, Trepp ab. Das ist klasse, ey. Jetzt habe ich auch eine im Atelier. Super. Herzlichen Dank. Das war alles. Ich glaube, ich habe nichts mehr übersehen. Das ist alles okay, weil nicht, dass die Leute hinterher sagen, oh, du hast gar nicht richtig geguckt. Das habe ich auch schon mal gehabt. Also, Wahnsinn. Das packe ich jetzt wieder hier hin. Als nächstes kommt jetzt das hier. Das ist unglaublich hier. Vom Ingmar. Kunstmichi. Alter. Ui. Da ist ein Haufen Zeug drin. Alter. Das ist sehr umfangreich. Ihr seid super Leute. Ja, und immer eine Handbreit Wasser unterm Kiel. Ich weiß nur nicht, wo das anfängt. Ja, ich weiß es nicht. Ich sehe gerade nicht den Anfang. Vielleicht ist da noch irgendwas. Das checke ich jetzt gerade nicht. Nö. Das ist alles. Also er fängt so an. Ich weiß es nicht. Ich finde nichts anderes. Sonderangebot Schnee, fallfrisch. Der Beutel nur 20 Cent. Probieren Sie ihn mit Ihren persönlichen Geschmacksbegleitern. Mist, Gruppe verkehrt herum aufgebaut, liegt's am Alter, am Allolol, an politischer Unkorrektheit, egal, müssen wir reden. Also sehr originell, das hat er alles selbst gemacht mit Photoshop, wie es aussieht. Also, ich hoffe, man sieht es so ein bisschen. Sehr schön. Reden hilft, fängt er an. Nun klappt's auch wieder mit den Fotos. Ja, Michi, bitte den Humor hegen und pflegen. Schnee gab es in den letzten 4 Jahren hier nicht, aber dafür immer eine Alternative. Hat sich leider noch nicht bis ganz oben herumgesprochen. Deine Videos verfolge ich stetig und konnte schon so manches nutzen. Das ist schön. Freut mich. Das ist das Gleiche wie in den Workshops, aber wenn du es natürlich persönlich noch mitkriegst, wenn er das jetzt schreibt, ist das noch toller. Es ist fast so, wie wenn er jetzt im Workshop gewesen wäre und ich sehe hinterher strahlende Gesichter und Zufriedenheit. Und das ist eigentlich das Schönste an den Workshops und das fehlt mir auch so unwahrscheinlich. Das ist es, was mir fehlt, weißt du? Neben dem Ertrag. Der Ertrag ist ein notwendiges Übel. Wenn es nach mir ginge, weißt du, würde ich diese Infos kostenlos verbreiten, aber man muss von irgendwas leben, auch als Freiberufler und Kreativer. Es geht leider nicht, ich habe keine andere Einnahmequelle nebenbei. Oh, egal, aber jetzt lesen wir mal weiter. Jetzt komme ich wieder in dieses Gejammer rein und das möchte ich nicht. Also ich möchte gute Stimmung hier verbreiten und ich hoffe, das kriege ich auch hin. Das ist ja ein ewig langes Video jetzt, denke ich mal langsam. Ist aber auch egal, Weihnachten war das nie anders. Dafür vielen Dank, also gerne. Zurzeit baue ich den ersten Zug 1898 nach und wage mich an mein erstes Gebäude für den Außenbereich. Nur Sommer, wenn ich es richtig lese. Zu Beginn einen profanen Güterschuppen aus Styrodur,
Die Wände aus Echtstein sind mir zu aufwendig. Mal sehen, eine gute Seele baut mir sogar eine Lok, wie sie annähernd einst aussah. Da traue ich mich nicht heran. In 100 Tagen sieht die Welt schon anders aus. Unser Sommer war gut, aber extrem anstrengend. Unser Fleiß zahlt sich nun aus. Das Café ruht und das Fotostudio nun auch. Trotzdem bin ich, in Klammer wir, zuversichtlich. Wenn ich im umfangreichen Tagebuch meines Urgroßvaters lese, Jahrhundertwende, sind die heutigen Sorgen nur Peanuts. Ein ordentlicher Scheiß... Schuss, jetzt. Entschuldigung. Ein ordentlicher Schuss Demut tut zurzeit vielen gut. Allerdings, ja, 1995 waren wir im Urlaub in Bühler-Tann. Ah ja, das ist in der Nähe von Crailsheim, Schwäbisch Hall da hinten, Geildorf. Mhm. Ja, da schreibt das ja Geildorf und so weiter. Ist das deine Heimatgegend? Naja, so weitestgehend. Es ist die Gegend, wo ich damals Kunst studiert habe, nämlich in Schwäbisch Hall. Und ich liebe diese Gegend. Ich war da auch viel unterwegs und habe freilich auch das Umfeld erkundet. Wenn jetzt gerade auf der Schule nichts los war, dann bin ich mal einfach mit dem Auto rumgefahren und war in der Natur, so wie ich das heute ja auch noch pflege. Wir logierten in einer echten Burg mit Rittersaal und Napoleonlinde. War sehr beeindruckend. Die Soße? Ach, die saure Gurkenzeit. Ich habe jetzt gerade Soße gelesen. In der Hoffnung, dass auch du durch die saure Gurkenzeit kommst, diese praktischen Überbrückungshilfen. Liebe Grüße, Ingmar. Und ich danke dir auch, lieber Ingmar. Sehr schön. Und das muss ich mir dann nochmal in Ruhe angucken. Das ist jetzt wirklich ein bisschen viel. Das würde den Rahmen sprengen. Ich tue das mal hier rein und lege es dann wieder hier drauf oder drunter jetzt mal so. Und jetzt gucken wir mal hier. Styropor, das ist Verpackung. Ha. Zigarren, ich rauche nicht mehr. Vanille, ha. Gebäck, sehr schön. Heieiei, nochmal hier. Es wird immer mehr. Ich möchte es nicht so viel. Es geht auch wieder runter, hoffe ich mal. Das ist eine Kiste, eine alte Zigarrenkiste. Und was ist da? Moment, ich krieg sie nicht. Moment, ich krieg sie. Doch, jetzt habe ich sie. Eine richtig alte Zigarrenkiste. Das ist so schwer. Ey, ha, ich glaub's nicht. Ein saure Gurkenglas. Und ja, ich hab's gelesen. Da ist, hoppla, da ist noch mehr drin. Guck mal hier, erstmal das angucken. Qualität aus Familienhand, echte Lübbenauer Krügermann-Konserven. Das sind die Spreewaldgurken. Und da kommt er auch her, soweit ich den Absender gesehen habe. Und hier noch mehr von diesen Vanilleteilen. Das ist ja Wahnsinn. Und was ist das? Spreewälder Gurkenwasser. Ach, das ist ein Kräuterlikör. Mal probieren, ist gut für den Hals. Ah ja. Ein guter. Na, das desinfiziert ja. Ist ja Wahnsinn. Nur gucken, den habe ich schon aufgemacht. Also herzlichen Dank. Ich will jetzt nicht hier besoffen sein. Na, von einem Schluck bist es nicht. Und das hier ist Mückenblut. Mückenblut. Ja, das erinnert mich an diese Liköre, die es im Harz gab, das Harzer Grubenlicht und Schierker Feuerstein und wie sie alle hießen, das gab es auch in diesen kleinen Flaschen damals. Da waren wir mal im Urlaub. Sehr lecker. Also herzlichen Dank. Ja, das ist auch gut, wenn es einen friert und fröstelt und man erkältet ist. Also wunderbar, das Gurkenwasser, das gönne ich mir jetzt heute noch, denke ich mal. Das ist ja klasse. Aber das können wir hier. Herzlichen Dank. Auf jeden Fall mal wieder reinlegen. Hoppla, ein bisschen hart. So, und die anderen beiden Gurken tue ich jetzt hier auch dazu. Dann weiß ich, die habe ich schon aufgemacht. Dann kann die Mama vielleicht mal eine andere versuchen. Aber mal gucken. Ich packe das mal hier hin. Warte mal. Die Kiste alleine ist ja schon kultig hier. Absoluter Kult. Hm?
auch diese Schachtel war schon offen. Ich habe dann gesehen, dass Kunstmichi drauf stand und das ein Weihnachtsgeschenk war. Aber weiter nachgeforscht habe ich nicht. Also das ist jetzt schon echt nicht, dass ihr denkt, das ist fake. Aber das hier, also dieses Paket hier, das ist jetzt ohne jeden Zweifel als Weihnachtsgeschenk zu erkennen. Und da habe ich auch nicht nachgeguckt, ob es ein Auftrag ist. Das Gurkenwasser mal so ein bisschen auf die Seite nehmen hier. Ach, da nehmen wir doch gleich mal noch einen. Ja, es hilft. Ne? Es ist schon wahr. Man wird da auch positiver. Wo habe ich denn jetzt das Messer? Das hatte ich doch. Oh, hier ist es, hier ist es. Vor lauter Geschenken sieht man kein Messer mehr. Alter, ihr verwöhnt mich. Das ist der Hammer. Das ist echt der Hammer. Und das hier, sage ich jetzt gleich mal, das ist von meiner treuen Seele hier, vom Harry. Ha, vom Harry, das siehst du schon am Karton, diese wunderschöne Weihnachtskiste da. Der Harry, der hat so viel Feingefühl. Jetzt muss ich nur gucken, dass ich das aufkriege. So, jetzt kommt's. Ja. Langsam ist die Operation gelungen, der Patient lebt noch. Jetzt haben wir es. Ach, da klebt auch noch die Verpackung dran. Alter. Nur das hier hin. Oh, ist das schön. Für Kunstmichi. Und dann so ein wunderschönes, glänzendes Papier da. Das glitzert so richtig. Wahnsinn. Alter, da machen wir mal auf hier. Lieber Harry, der Harry, ja, das ist ein ganz lieber. Och Mensch, was hat er denn da? Also, lesen wir mal. Lieber Michi, ein kleines Weihnachtspräsent für dich mit ein paar materiellen Kleinigkeiten, aber noch viel mehr ideellen guten Wünschen für dich von ganzem Herzen. Ja, und die sende ich dir an dieser Stelle von ebenso ganzem Herzen zurück, lieber Harry. Das ist klar. Ha. Vielleicht kannst du, ach jetzt schreibt er über den Inhalt, vielleicht kannst du aus dem Buch über Eisenbahnen in meiner näheren Heimat ein paar Inspirationen herausziehen. Ja, bestimmt. Ha. Da ist ja eine schöne Gegend, wo er wohnt. Das sage ich jetzt aber nicht, wo er wohnt. Da kann ich das Buch jetzt überhaupt zeigen. Hm. Mal gucken. Wirklich schade war, dass ich in diesem Jahr der Kate keinen Besuch abstatten konnte. Hoffen wir, dass 2021 dies wieder möglich sein wird. Ja, ansonsten guckst du halt mal privat vorbei. Das kriegt man doch irgendwie. Für das kommende Weihnachtsfest wünsche ich dir eine besinnliche und erholsame Zeit zum Krafttanken und Durchstarten für das neue Jahr. Die Heizung quietscht wieder, hörst du? Es wird wieder aufwärts gehen. Bleib gesund, auch du, lieber Harry. Und liebe Grüße, Harry. Das wünsche ich dir auch von Herzen. Bleib gesund. Und das hier, das ist... Ach, das ist ein Einkaufsgutschein. Jetzt, ja, für eine bestimmte Kette, die ich jetzt nicht nenne hier. Das ist wohl besser so. Also herzlichen Dank. Herzlichen Dank. Super, super. Und so geschmackvoll. Guck mal, das fällt wenigen nur auf. Die Karte stimmt genau vom Rotton mit diesem Geschenk überein. Und passt auch hier hundertprozentig zu diesem Deckchen hier. Siehst du? Aber hundertprozentig. Alter, ein fettes Buch hier. Aber ich glaube, Leute, ich glaube, das mache ich am Heiligabend auf. Ist es für euch okay? Weil er hat geschrieben, es ist ein Buch über Eisenbahn in seiner Heimat. Und ich möchte mir die Überraschung noch ein bisschen bewahren, wenn er es schon so schön einpackt. Ich hoffe und ich denke, das ist für euch okay. Und hier... Das ist ein Wein. Diesen werde ich auch am Heiligabend dann erst rausnehmen.
und lassen mal drin und lassen mich noch mal ein bisschen länger überraschen, weil meine Mama und ich, wir schenken uns eigentlich nicht mehr viel, also nur ganz wenig. Und sie hat keinen Platz, ich habe keinen Platz. Oh, einen Stollen. Ey, ich wollte schon einen Dresdner Stollen kaufen, aber das war mir alles zu viel. Aber das Stück hier, das kriegen wir doch gegessen. Danke, lieber Harry. Das sieht richtig toll aus. Der wird wahrscheinlich rheinländisch sein. Oh, habe ich jetzt geleakt. Der wird wahrscheinlich aus seiner Heimat sein und nicht aus Dresden. Und das hier ist nochmal Wein. Nochmal Wein. Hat er mit Verpackung. Ich lasse das auch mal so. Guck mal. Ich lasse das mal. Ja, das ist es. Aber diese Kiste allein, guck mal, das ist so schön. Diese Kiste. Und da hast du wieder diese, die liebe ich immer. Guck, diese. In dem Fall werde ich wohl nie erwachsen. Ich werde nie erwachsen. Leute, in diesem Fall, ich liebe das. Ich bin so bekloppt, Leute. Ich bin so kaputt, Alter. Nee, aber egal, es ist egal. Ich bin euch dankbar, auch wenn ich verpeilt bin. Und wie ihr wisst, habe ich ja sogar meinen Sommerurlaub in Berlin als Motivationssignal von meinem besten Kumpel aus Schulzeiten bekommen. Einfach so gesponsert und er hat mich noch fürstlich durchgefüttert diese ganze Woche lang. Also auch dafür nochmals, lieber Michel, liebe Ines, liebe Kinder, dafür nochmals mein herzlichstes Dankeschön an dieser Stelle und auch euch natürlich frohe Weihnachten, gesegnete Weihnachten allen Menschen hier auf der Welt, all meinen Zuschauern, allen, die das hier angucken, allen Kollegen. Im nächsten Jahr muss ich dann auch mit Unterpreuschwitz weitermachen. Ja, ihr habt schon gehört, ich habe es auf Insta schon mal veröffentlicht. Der Modelleisenbahner will nach 10 Jahren Pause jetzt eine Fortsetzung. Und das ist doch schon mal schön. Und da wird es wahrscheinlich endlich an die hinteren beiden Module gehen und die Landschaftsgestaltung dieser Module im konsequenten Leichtbau in einer Technik, die ihr hier auf YouTube so wahrscheinlich noch nicht gesehen habt. Wenn ihr es im Heft gelesen habt, dann wisst ihr es schon, weil so genauso geht's weiter. Also ähnlich jedenfalls. Da werden wir noch ein bisschen andere Materialien ins Spiel bringen. Das habe ich alles schon hier drin, unter der Kappe. Egal, wo ist denn das Gurkenwasser? Nehmen wir noch einen Schluck. In dem Fall auf ein gesundes 2021 und dass es endlich besser wird. Ah, Prosit, Leute. Jetzt ist leer. Gurke geleert. Könntest du für einen Kinderkaufladen nehmen, diese Dinger hier. Das ist cool. Aber schmeckt gut. Ja, Leute. Ich wünsche euch jedenfalls von ganzem Herzen gesegnete Weihnachten und ihr wisst Bescheid, wenn ihr wollt und könnt und irgendwie das möglich ist, ja, ihr dürft mir natürlich auch gerne ein Motivationssignal jetzt im Nachhinein noch überweisen. Ich freue mich immer und der Monat Januar ist ja der mit den meisten Kosten. Also gut. Ihr seid super, Leute. Wie gesagt, Kleinvieh macht auch Mist. Ja, ich weiß, es gibt immer noch kein PayPal. Irgendwann gibt es es bestimmt noch. Ich muss jemanden treffen, der damit Erfahrung hat. Alle, die ich bisher traf, raten mir davon ab. Und das ist das Problem. Ich habe nur Leute gehört, die damit nur schlechte Erfahrungen gemacht haben. Und deswegen habe ich immer wieder den Rückzieher gemacht. Ich glaube, das hatte ich schon vor einem Jahr angekündigt. Aber es wird vielleicht nochmal kommen und für euch ist es möglicherweise dann einfacher. Wie auch immer, ich danke euch von Herzen und wünsche euch ein gesegnetes Weihnachtsfest, schöne, geruhsame Feiertage. Ja, auch wenn wir dieses Jahr nicht ganz so frei sind wie sonst und Silvester im Prinzip komplett ausfallen muss. Ja, fast zumindest. Aber wir kriegen es vorbei. Ich weiß es nicht, ob ich mich nochmals in einem Video melde für Silvester dann. Keine Ahnung, dieses Jahr. Ich kann nichts absehen. Es hängt auch sehr am Gesundheitszustand, wie das weitergeht. Vor allem eben auch erkältungstechnisch. Und dieses
Gurkenwasser, das hat mir doch jetzt sehr gut getan. Ja, ich glaube, ich nehme noch einen und ich probiere mal so einen. In diesem Sinne, Leute, dazu noch einen heißen Tee, der mittlerweile nicht mehr so heiß ist. Und dann ein bisschen aufgießen. In der Kanne ist es heißer. Ja, frohe Weihnachten, Leute. Auf ein gesegnetes, andersartiges Weihnachtsfest. Also haben wir das Wort mit A wieder, nur anders. Macht's gut. Bis zum nächsten Mal, Leute. Haut rein. Ciao. Herrlich. Wunderbar. Auf Ex. Das geht runter wie Öl. Da fällt mir was ein, Leute, das habe ich noch gar nicht gesagt, Mensch. Herzlichen Dank an den Sven, der hat mir mitten unter dem Jahr ein Päckchen geschickt. Ich dachte schon, es sei ein Patinierungsauftrag nochmals. Und es war doch tatsächlich eine Ludmilla, eine altrote Ludmilla von Rocco. Das ist ja auch noch ein Weihnachtsgeschenk gewesen, mitten unterm Jahr. Und in dem Fall auch an dich. Ganz persönlich nochmals frohe Weihnachten und herzliche Grüße an alle hier. Herzliche Grüße, ihr seid super, und an alle anderen, die ich jetzt nicht persönlich kenne, das Gleiche. Und herzlichen Dank an alle Motivationssignalgeber. Ich kann es gar nicht oft genug sagen. Ja, jetzt mache ich aber hier Feierabend und schneide euch das Video, dass es rechtzeitig noch zur Verfügung steht. Ciao!